was bisher geschah. На колени! Я сказал на колени! Ich gehe ja schon auf meine Knien, verdammt. Oh, du gehst auch jetzt auf deine Knien. What the fuck? Und so geht es jetzt weiter bei Let's Play Investigator. Level 5. 12 Uhr, 15 Grad und es ist trocken. Deshalb liegen wir auch in der nassen Scheiße. Freue mich immer wieder hier zu sein, Leute. Freue mich immer, immer wieder. Okay, so. Wo geht's lang hier? Da nicht. Ich kann wieder rennen. Das Wasser hat mich geheilt. Easy going. Ich bin safe. Was haben wir hier? Dosen. Hier könnte auch ein Bosskampf stattfinden. So, gibt es hier irgendwas für mich zu holen? Ist das ein Laser? So, was haben wir denn hier? Ah, guck mal. Похоже на предохранитель. Na, es sieht nach einer Sicherung aus, okay. Ah. Einfach den roten Knopf drücken. Dann geht's schon irgendwie. Alter, was ist das denn hier für ein unterirdisches Labor? So, hier ist ein... Okay, hier muss ich also noch eine Sicherung einsetzen. Eine habe ich. Das heißt, ich muss noch eine zweite finden, wenn mich nicht alles täuscht. Was war das gerade? Bin ich das oder ist das irgendwas anderes? Irgendwelche Spinnen an der Decke wahrscheinlich. Da ist die Sicherung. Okay, da ist eine Sicherung. Ich muss da irgendwie reinkommen. Muss ich hier etwa... Oh. Also jetzt wird das ein Jump'n'Run-Spiel? Okay, ich bin gerade begeistert. So komme ich hier rein. Ich dachte gerade, wir werden hier ein bisschen länger dran verzweifeln, aber... Easy going, ich bin drin. Похоже на предохранитель. Ich habe die Views. Und das ist sicherlich der Hebel, um hier rauszukommen. Easy going. Dann kann ich hier die nächste... Aha, ich kann versuchen, die Tür zu öffnen. Jo. Und damit geht jetzt hundertprozentig die Tür auf und wir kommen hier raus. Alles klar. Die kleinen Rätselpassagen, sind eine schöne Abwechslung, aber ich würde mir wünschen, dass es noch ein bisschen mehr horrorlastiger ist. Aber bislang so atmosphärisch und alles macht das schon wirklich schon richtig, richtig schicken Eindruck. Also muss ich wirklich mal dem Game, aber auch dem Entwickler zugute heißen, ganz klar, ja. Er schaut sich immer wieder dieses Blut so genau an. Warum? Ist das so ein seltenes Blut oder
Ich habe keine Ahnung, ob wir hier hoch müssen. What the fuck? Okay, ich guck erst runter. Okay, das ist abgeschlossen, alles klar, deshalb müssen wir hoch. Okay. Boah, hab ich mich gerade zerlegt, ey. Och, die Spinne da schon wieder. Ein Horrorspiel mit Spinnen, ey, das gab's noch nicht oft. Das muss ich echt mal sagen. Also die Passagen finde ich echt mit am besten. Wenn du dieses Horrormäßige wieder hast. Scheint, als hätten wir leicht Übergewicht gehabt. Habe ich jetzt das ganze Spiel über das Geräusch von dieser Views? Wenn ich die linke Maus... lass die Tür zu. Lass die Tür wieder zu. Mach die Tür zu. Er will überhaupt nicht drauf hören. Tom, was habe ich dir gesagt, Junge? Lass die Tür zu, wenn draußen Mutantenviecher große Spinnen sind. Schöne Lichteffekte. Das ist doch definitiv nicht der Maskenmann. Das kann doch nur irgendwas Großes sein. Oh Gott, da bin ich mich wieder erschrocken. Oh, ey, diese Spinne, das ist so widerwärtig. Ich will das nicht. So, ich dachte, ich kann ja hochspringen. Ach so, kann ich wahrscheinlich auch. Okay, Jump'n'Run Action wieder mal. Finde ich aber cool, dass die so was. Finde ich aber cool, dass ich so, dass sie sowas mit eingebaut haben, wollte ich sagen, und stürze ab. Ja, sehr gut. Genau so. Als ob ausgerechnet in diesem Fahrstuhlschacht diese Teile auch so liegen, dass ich ausgerechnet bis da hochkomme. Die ist größer als die anderen. Und ich sollte mich hier verpissen. Level 6. Es ist trocken, 10 Grad plus. Und es sind anderthalb Stunden vergangen. Merkt man unter der Erde ja auch. So, erstmal lupen, ob die Luft rein ist. Ja, genau. Anstatt seine Füße zu nutzen, schlägt er einfach mit seiner Manneskraft und seiner bloßen Faust die Tür hinaus. Ist klar. Alright, Kumpel. Alright. Oh, shitty, shitty, shit. Ich wurde jetzt von der Spinne gebissen. Heißt das? Nur kurz für mein Verständnis. Heißt das, dass wir jetzt zu Spider-Man werden? Können wir mit den Spinnen jetzt reden? Sind wir jetzt mit denen Best Buddies? Weil falls ja, dann hat sich das ganze Ding schon gelohnt. Oh, die werden immer kleiner. Also, es gibt zu viele. Oh, das endet doch noch irgendwo hin, wo eine ganz, ganz große ist. So die Spider-Mummy oder so.
Warum müssen wir eigentlich immer den Spinnen folgen? So ein Schmetterlingshorrorspiel wäre auch nicht schlecht. Aber ich habe ja gerade eben noch gemeint, ein Horrorspiel mit Spinnen gibt's halt noch nicht so, ja? Jetzt sieht's wieder eher so nach Wohnhaus aus hier. Gar nicht mehr so sehr wie Bunker. Zumindest nicht mehr so ganz. Ja, wobei es ist doch immer noch ein Bunker. Vielleicht nur nicht mehr ganz so hässlich. Oh! Alter. Ja, gut. Anscheinend mussten wir aber hier runter, von daher alles schick. Boah, blendet das, Alter. Ich sprinte hier mal durch. Ich habe nämlich keinen Bock, dass mir so eine Spinne im Nacken... Och, nee, ich hasse Jump'n'Run. Oh, Gott sei Dank. Rechts oder links? Links, definitiv links. Da ist nämlich die Tür. Mein lieber Herr Gesangsverein, wo zum Henker sind wir hier gelandet? So, da sind wir wieder. Ich habe ein kleines Aufnahmepäuschen gemacht, habe was gegessen, was getrunken. Es ist jetzt Sonntag, fast 20 Uhr, also sprich um 8. Und wir zocken weiter Investigator und sind investigativ unterwegs. Ich kann leider nicht mehr sprechen. Mann, ich wollte jetzt so einen richtig geilen Joke bringen. Dass wir alle investigativ unterwegs sind und so. Und jetzt... Alter, das sieht richtig gut aus hier gerade. Wenn ihr irgendwas wieder miauen hört, mein Kätzchen, das kraucht ja gerade wieder zwischen meinem Beinchen rum. Unten an meinem Schreibtischstuhl. Also nur, damit ihr es, ja, wisst. Okay, ich habe jetzt einfach eine Leiter in meinem Rücken. Und die kann ich da jetzt bestimmt hier... Ah, da muss erstmal einer drauf kommen. An welcher Stelle man hier klettern soll. So, allzu lang kann das Spiel nicht mehr gehen. Wir spielen das heute definitiv investigativ durch. Da könnt ihr sicher sein, Leute. Oh. Oh. Sind wir tatsächlich draußen? Freiheit. Ich sehe das Licht. Ist es schlau, dem Licht entgegenzugehen? Mein lieber Herr Gesangsverein, da geht's aber tief runter. Oh, nein, nein. Don't look down. Oha. Da hätte ich nie und nimmer... Was zum... Was zum... Ist das ekelhaft? Oh.